Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2. Ja, einer etwas speziellen Folge, einer sehr speziellen Folge würde ich sogar schon sagen, denn wir sind jetzt mit unserer Wiedergängerin mal auf Level 80 angekommen. Ja, lange genug hat es gedauert, obwohl ich sagen muss, 160 Folgen gehen ja noch einigermaßen. Ja, das sind so alle zweite Folge ein Level, das ist jetzt nicht so schlecht, wie es auch schon machen könnte. Aber gut, darum soll es in der Folge nicht gehen. Nein, wir wollen unsere Wiedergängerin für den Level 80 Content fertig machen. Sie ausrüsten, sie skillen, sie einfach ein wenig ausstatten, damit sie da gut zurechtkommt. Denn wir wollen ja weiter die Story spielen. Ich will die Story durchspielen zu Saitan und zu Mordremoth. Beides Altrachen, die wir noch besiegen müssen in unserem Verlauf der Story. Und das ist nicht einfach, deswegen braucht unsere Wiedergängerin natürlich auch anständige Ausrüstung und muss sich wehren können. Genau, und damit fangen wir am besten an, indem wir sie skillen. Leider habe ich die Elite-Skillung natürlich noch nicht, da brauche ich noch mehr Heldenpunkte. Deswegen musste ich da ein wenig alternativ etwas zusammenschustern. Ich habe mich nicht nach einem Guide gerichtet, ich habe mal genommen, was uns bisher so am meisten geholfen hat, womit ich auch gut zurechtgekommen bin. Deswegen haben wir noch alle Fertigkeiten. Ich werde weiterhin mit Schwert-Axt spielen, ja, und mit Hammer als Fernkampfwaffe. Ist ja auch die einzige Fernkampfwaffe des Wiedergängers. Und ich werde auch weiter mit den Dämonenfertigkeiten spielen. Hab aber in der Nebenhand die Zwergenfertigkeiten. Ich kann es aber echt kaum erwarten, bis ich die Heroldin freigeschaltet habe. Da sind nämlich richtig schöne Sachen dabei. Und dann werden wir uns auch frei umskillen. Aber das kann noch lange dauern. Ihr seht hier, sehr viel habe ich wirklich noch nicht freigeschaltet. Aber gucken wir uns das mal an. Ich spiele mit Repressalie, Verwüstung und Beschwörung, insgesamt ein eher offensives Bild, nicht viel auf Defensive gerichtet. Ich werde auch mit einer Berserker-Rüstung und Bewaffnung spielen. Ja, nach wie vor auf Schaden getrimmt. Das ist, denke ich, am besten für solchen Content. Da werden wir schon zurechtkommen. Denn an und für sich hält die Wiedergängerin ziemlich viel aus, hat ziemlich viele Lebenspunkte. Ja gut, hier sind wir jetzt nicht in einem Level 80 Gebiet. Das war vielleicht nicht sehr schlau, aber wir werden im Verlauf dieses Videos eh noch nach Löwenstein kommen. Da können wir uns das dann genauer ansehen, wie gut die Wiedergängerin da eigentlich dasteht. So, sehen wir uns das mal an. Ich habe hier einfach mal so geskillt, dass ich mehr Chance bei Elite-Treffern habe, Ausdauer zu generieren. Ja, das ist sehr gut zum Ausweichen. Weiter Gegner, die euch aus einer Distanz treffen, die weiter weg ist als die Reichweitenschwelle, fügen weniger Schaden zu. Ja, ist natürlich vorteilhaft gegen Fernkämpfer. Dann Stabilität bei Ausweichen, bei erfolgreichem Ausweichen. Auch sehr praktisch, da der Wiedergänger sonst recht Mühe hat, sich Stabilität zu verleihen. Ich habe außerdem Chance, euren Gegner bei Treffer Schwäche zuzufügen, und euch zugefügte Schwäche ist weniger effektiv. Das finde ich wirklich sehr praktisch, weil gerade Schwäche ein sehr starker Zustand ist. Oh, hier startet indes wieder das Event, was wir in der letzten Let's Play-Folge auch schon gemacht haben. Aber das ignorieren wir jetzt mal getrost. Ich wollte es hier an dem Ort weiterführen, weil das ein schönes Panorama hat hier. In die Baumgrenzefälle hinab. Und weil wir hier halt verblieben sind. Ja, schön. Und als letzte Skillung in diesem Baum hier habe ich noch das erlittene Treffer dazu führen können, dass wir geheilt werden. Ja, so ein bisschen das einzig wirklich Defensive, was ich hier in dem Skill habe. Gut, das also zur Repressalie. Ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, übrigens, wenn ihr einen guten Bild habt, den ich mal ausprobieren könnte, dann sagt mir das nur, schreibt es in die Kommentare, ja, teilt mir mit, was ihr da gerne spielt. Ich muss dazu sagen, ich muss mir ein bisschen den Bild dazu anpassen, dass ich als Klicker, als eher langsamer Spieler gut zurechtkomme. Ja, sprich, ich werde vieles nicht machen können, weil ich einfach zu langsam bin. Aber, deswegen scale ich das ja so, wie es mir gefällt. Und das ist in Guild Wars ja so schön, man kann wirklich fast alles spielen, ob es Sinn macht oder nicht. Klar, in gewissen Situationen ist es dann nicht mehr nützlich, aber man kann so spielen, wie es einem gefällt, bis zu einem gewissen Maße. So, was haben wir weiter? Verwüstung, das klingt ja schon eher offensiv und das ist es auch. Gewährt die Chance, bei einem Treffer Verwundbarkeit zu verursachen. Das ist sehr gut.
Verwundbarkeit verursacht ja beim Gegner einen mehr erlittenen Schaden pro Stack, pro Stapel, pro 25er Stapel, sind das dann 25% mehr Schaden, den er erleidet, und das ist nicht wenig. Werden wir alleine kaum schaffen, aber wir tragen unserem Teil dabei zu. Greift ihr an, während ihr ein Schwert führt, erhaltet ihr einen Stapel wütende Zerfleischung, kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Was verursacht das? Es richtet mehr Schaden an. 5 mal 2%, das sind maximal dann 10%. Nö, warte mal. Doch, 10%. Jetzt war ich mir doch gerade kurz unsicher. Aber ja, maximal 10% mehr Schaden ist auch nicht nichts. Außerdem fügten wir verwundeten Gegnern, also verwundbaren Gegnern, solche, die eben Verwundbarkeit auf sich tragen, mehr Schaden zu. Ganze 7%. Ja, das ist auch schon ein gutes Stück. Und wir erhöhen die Wildheit unserer Verbündeter in der Nähe. Ja, um ganze, na wie viel ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. 150 Punkte. 150 Punkte Wildheit. Das ist schon ein ganzes Stückchen. Was noch? Zapft bei einem Treffer verwundeten Gegnern Leben ab. Ah, so wie... Oh, das ist mir jetzt gar nicht mehr so bewusst gewesen. An und für sich ja auch ein etwas defensiver Skill. So ein Mittelskill, den habe ich also nicht wirklich geskillt, den hat jeder, der diese Pfad wählt. Heilen wir uns, wenn wir einen Gegner treffen, der Verwundbarkeit auf sich hat. Ist natürlich auch sehr schön. Und was haben wir hier noch? Erhöht Schaden bei Zielen unterhalb der Lebenspunkteschwelle. Ja, wenn die Gegner angekratzt sind, unter 50% Leben, dann exekutieren wir sie praktisch so gut wie. Ja, finde ich auch sehr gut. Richten wir dann sehr viel Schaden an. So, und dann als letztes haben wir dann noch Beschwörung. Was haben wir da? Erhaltet Hut, wenn ihr eine Legende beschwört. Das darauf gemünzt, dass ich dann früher oder später die Heroldin dazu nehme und praktisch dauerhaft Wut auf mir habe. Das nützt uns jetzt noch nicht sehr viel in der Skillung. Ich weiß. Ich behalte es aber dennoch mal so bei. Zumal wir das hier ja eh nicht auswählen können, sondern automatisch haben bei der Form hier. So, denn das nächste ist dann das Herbeirufen einer Legende. Entfernt einen Zustand, ja, ein Zustandsentferner brauche ich wirklich, denn ich habe nebst dem Stab sonst keinen Zustandsentferner und den Stab trage ich auch nicht wirklich immer bei mir. Als nächstes fügt Gegnern mehr Schaden zu, während ihr Wut habt. Ja, genau das auch wieder auf die Wut bedacht, die wir nur haben, wenn wir dann die Heroldin freigeschaltet haben. Heilt euch selbst, wenn ihr eine Fertigkeit verwendet, die Energie kostet. Sprich, wir heilen uns immer. Und mir fällt gerade auf, so wenig defensiv ist das Ganze hier nicht. Das ist jetzt schon der dritte Skill, der uns heilt. Denn nicht nur die Nebenfertigkeiten hier verbrauchen Energie. Nein, auch die Waffenfertigkeiten. Sprich, wir heilen uns damit praktisch dauerhaft. Das ist schon sehr praktisch. Und das Beschwören einer Legende durchbricht nun Betäubungen. Auch das unser einziger Stunbreaker. Ich habe sonst keinen Stunbreaker dabei. Sprich, bei solchen Sachen müssen wir häufig die Legende wechseln, was aber nicht schlimm ist, denn ich kann beide Fertigkeiten hier von den Legenden gebrauchen. Ja, dann haben wir auch immer schön zwei Heilungen frei. Sehr gut, sehr gut. Und als letztes, wenn ihr unter den Auswirkungen von Wut steht, ist die Effektivität der kritischen Trefferchance erhöht. Ja, gut. Bräuchten wir natürlich Wut, werden wir jetzt ohne Herold nicht so oft kriegen. Ist das hier eigentlich ein bisschen umsonst, aber ich behalte es mal so bei, bis wir dann die Heroldin freigeschaltet haben und dann model ich das Ganze nochmal ein wenig um. Ich werde wahrscheinlich Repressalia dann entfernen. Wir sehen dann, wie das genau verläuft. Gut, gut, das so viel zur Skillung. Das hat jetzt alleine schon fast 10 Minuten gedauert. Aber ich will es euch halt doch zeigen. Die Fertigkeiten hier habe ich jetzt nicht besonders aufeinander abgestimmt mit der Skillung zusammen. Ich habe halt einfach die genommen, die mir bisher am besten gelegen haben. Deswegen alleine eigentlich. Einen besonderen Sinn hat es gar nicht. Und die Waffen liegen mir halt am besten. Schwert und Hammer. So, gut. Gehen wir weg von der Skillung hin zur Ausrüstung. Da habe ich einiges bereitgelegt. Ich habe ja durchs WoW-Spielen so einige Waffenkisten bekommen. Gar nicht wenige Waffen- und Rüstungskisten. Die habe ich hier jetzt mal alle gesammelt und ein bisschen durchgeguckt, was ich da so verwenden könnte. Es ist einiges zusammengekommen. Einiges, was mir auch von Skin her nicht schlecht gefällt. Ja, von daher nicht nur die Werte, sondern auch der Skin entscheidend. Zum Beispiel bei der Hose, die hat nicht so die idealen Werte, aber da gefällt mir der Skin sehr gut.
Also, dann öffnen wir doch das Ganze mal. Zum ersten Mal hier diese Belfeuer-Rüstungskiste. Die ist aus dem Flammenzitadellenpfad im WVW. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, spielt ein bisschen WVW, erkundet diese Pfade, diese Verliespfade, und dann habt ihr auch schon ein paar Rüstungen und Waffen bereit, wenn ihr denn braucht, wenn ihr denn welche braucht. So, dann gucken wir mal. Hier wollte ich gerne die Brustplatte rausholen. Das ist die hier. Und zwar in Berserker. Mit den Berserker-Werten werden wir wirklich hauptsächlich tragen. Praktisch nichts anderes. Ich werde wirklich auf beinahe Full-Berserker gehen. Bis auf ein paar kleine wenige Ausnahmen. So, dann haben wir also schon mal hier diese Brustplatte. Ich ziehe sie, denke ich, auch gleich mal an. Warum sollte ich denn auch nicht? Gut, dann als nächstes die Hose. Hier werde ich mal die Hose rausnehmen. Die hat mir nämlich echt gefallen. Hier haben wir sie auch schon. Hier können wir leider keine Berserker-Werte auswählen. Aber ich werde das mit diesen Werten hier nehmen. Kraft, Präzision, Zustandsschaden. Haben wir ein wenig Zustandsschaden. Ist nicht so schlimm. Das kann auch nicht schlecht sein. Präzision und Kraft haben wir ja dennoch auch darauf. So kann ich das mal ausrüsten. Und damit haben wir auch schon unsere Hauptskins. Ich will jetzt gucken, ob das... Nee, ist leider nicht in den Werten geblieben. Aber ich mag den Skin. Ich mag die Skin irgendwie zusammen. Mit den Stiefeln hier jetzt nicht. Aber da kommen dann auch noch andere Stiefel dazu. Ja, da gucken wir dann, wie wir es einfärben. Wie wir es dann schön gestalten können. So, ich habe auch schon die Runen. Zwei der Runen, die ich gerne benutzen würde. Hier gesammelt. Das sind zwei Stück schon mal. Muss ich dann noch vier weitere kaufen. Es sind überlegene Rune des Reisenden. Ah, ihr werdet wissen, warum. Wegen der Bewegungsgeschwindigkeiten, weil sie halt alle Werte erhöhen. Zusätzlich Segensdauer und Zustandsdauer. Das ist für die Wiedergängerin, denke ich, gar nicht so schlecht. Gut, kommen wir zu den Waffen, denn weitere Rüstungstruhen habe ich leider nicht. Respektive habe ich keine Idealen für meine Werte. Wir gehen zu den Waffen. Als erstes hole ich mir jetzt da mal ein Schwert raus, denn ich möchte, wie gesagt, mit Schwert und Axt weiterspielen, hauptsächlich zumindest. Wo haben wir es denn, das gute Schwert? Ein Streitkolben hole ich mir dann auch noch, allerdings keinen aus diesen Flammenzitadellen-Truhen. So, hier haben wir das Schwert, die richtigen Werte wählen, auch hier Kraft und Präzision und Wildheit, Berserker-Werte eben. So. Wie sieht das denn eigentlich aus? Das hatte ich ja schon mal freigeschaltet. Ja, nicht so ganz nach meinem Geschmack. Wir werden auch noch skinnen in dieser Folge und färben. Das wird alles hier ein wenig länger dauern. Da werde ich mir dann Verschiedenes auswählen, was ich gerne will. Von Skins, von Färbung und so weiter. Ja, das wird also eine etwas kreativere Folge. So, und eine Axt hole ich mir ebenfalls noch. Dieses Mal dürfte ich den Skin freischalten. Genau, auch wieder Berserker. In meiner Hauptbewaffnung sicher auch Berserker-Werte. Sehr schön, sehr schön. Oh nein, nicht in Haupthand. Kann ich, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, nee, ich kann nur Axt ja nur in Begleithand tragen. Sehr schön. Haben wir also auch unsere Hauptbewaffnung jetzt ausgerüstet? Ja, super. So kann das doch schon mal was werden. In Ordnung, weiter geht's. Ich wollte noch einen Hammer und da hat mir der Skin von dem hier so enorm gefallen. Deswegen werde ich mal hier auch keine Berserker-Werte für den Hammer nehmen, sondern eine etwas defensivere Variante, nämlich diese hier. Ja, das, ich weiß gerade nicht, wie die Werte heißen. Kraft, Präzision und Zähigkeit, ja, weil wir da im Fernkampf doch öfters mal ein wenig mehr einstecken. Wenn wir zum Beispiel Solo-Champions machen oder so, da ist es vielleicht gar nicht schlecht, haben wir ein wenig Zähigkeit darauf. So, sehr schön. Dann wechsle ich mal kurz die Waffe und werde auch hier diese ersetzen, die ich schon habe. Rein mit dir. Sehr schön. Sehr schön. Und gleich wieder wechseln, damit wir in der Primärbewaffnung sind. Gut. Und dann ist nur noch die Unterwasserwaffe übrig. Das hier lege ich jetzt mal auf die Seite. Genau wie den Stab. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Stab ich dann nehme. Ob ich auch einen Berserker wähle oder ob ich hier diesen nehme. Ich weiß es noch nicht genau. Jetzt auf alle Fälle erstmal diesen hier. Und dann den Speer ausgewählt. Oder warte mal. Nee, 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 nee. Falsch rum, falsch rum. Ich wollte hier gerne einen Berserker-Speer, oder? Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen unsicher, wie ich das machen wollte. Nee, ich glaube, hier wollte ich gerne den Streitkolben. Und hier...
noch den Speer. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Speer. Sei es drum, haben wir auch einen Berserker-Speer. Das ist sicher nicht schlecht. Wo ist er denn? Speer, Speer. Unterwasserwaffe will ich ja dann doch auch eine ordentliche. Denn so einiger Content findet auch noch unter Wasser statt. Da sind wir dankbar um eine ordentliche Unterwasserwaffe. Wenn ich es denn finden würde. Ja, das wäre natürlich eine Voraussetzung. Speerschleuder ist es nicht. Nein, Schild ebenso wenig. Ich bin sicher schon dreimal dran vorbei, weil es Harpune heißt und nicht Speer. Ja, schön, gut, wissen wir das jetzt also auch. Ausgewählt und los geht's. Jawohl, sehr schön. Auch den Speer können wir jetzt tauschen. Ausrüsten. Sehr schön, sehr schön. Und dann am Schluss noch den Streitkolben. Ich möchte mir auch einen Streitkolben zulegen, weil ich später vorhabe, mit Schild und Streitkolben noch ein wenig zu experimentieren. Deswegen werde ich das jetzt auch mal öffnen. Und von diesen Waffenkisten habe ich eh so viele. Da muss ich mal ein bisschen welche abbauen. Wo haben wir denn den Streitkolben? Ich wollte was mit Zustandsschaden. Genau die erste, oder was? Ja, die erste, weil ich da eine etwas defensivere ausprobieren wollte. Gut, ich habe hier auch diese Möglichkeit. Aber ich nehme, denke ich, die hier. Mit Präzision, Zähigkeit und Zustandsschaden. Genau. Den Schild werde ich dann später gucken, wie ich den auswähle. So, sehr schön. Hier könnte ich auch noch die Werte wählen, aber auch da lasse ich das noch. So haben wir zwei alternative Waffen für später mit dem Schild zusammen. So, ich habe mir auch schon einige Sigille gekauft, um die dann auf die Waffen zu packen. Wie sieht das jetzt eigentlich schon aus hier? Viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus mit der ganzen Bewaffnung, die wir hier haben. Jetzt müssen wir nur noch unsere Rüstung komplettieren. Und dann können wir uns auch die Sigille und die Runen und alles noch draufpacken. Gut, aber liebe Leute, dafür werde ich jetzt noch nach Löwenstein gehen. Ja, denn da will ich mit euch ein paar Rüstungen eintauschen für die Marken, die ich noch habe. Das sind einige Marken, wie ich festgestellt habe. Für die Flammenzitadelle, auch hier wieder die, wie bei den Bellfeuertruhen schon. Ist das dasselbe Set? Da kann ich euch auch nur empfehlen, lauft Verliese so oft es geht und sammelt euch diese Marken, dann kommt ihr am billigsten an exotische Rüstung ran. Das ist dann die beste Möglichkeit, um da heranzugelangen. Wirklich ohne Gold, ihr müsst überhaupt nicht reich sein. Ich habe jetzt für alles, was ich hier für Level 80 brauche, noch insgesamt weniger als 10 Gold ausgegeben, glaube ich, ja. Das war wirklich nicht mehr als 10 Gold. Das ist praktisch nichts. Klar, ihr müsst dafür in einer Gilde aktiv sein. Dazu werden wir danach noch kommen. Und ihr müsst auch einige Verliese laufen und auch WVW, zum Beispiel für die Kisten. Entweder WVW oder Verliese. Eines von beiden muss es dann doch sein, wenn ihr so billig davon kommen wollt. Aber es ist auf alle Fälle eine sehr gute Möglichkeit. Ihr geht hier zu diesem Händler, hier bei Löwenstein, bei der Wegmarke vor Marine ist es, glaube ich. Und hier bei diesem Händler könnt ihr dann für die verschiedenen Verliesmarken Rüstungen eintauschen. Ich nehme, wie gesagt, die Flammenzitadelle. Ich kann euch gleich nochmal zeigen, wo die genau ist. Aber das mache ich nachher. Erstmal tausche ich ein. Jawohl, hier müsst ihr darauf achten, dass ihr den richtigen Reiter erwischt. Den richtigen Dialogreiter mit Rüstung. Es gibt auch Waffen, aber die haben wir jetzt schon. Gut, was brauchen wir denn noch? Erstmal müssen wir gucken, dass wir die richtige Rüstungsklasse erwischen. Na, hier schwere Rüstung, genau. Und davon brauchen wir alles, abgesehen von Brust und Beinschienen, was aber gleichzeitig auch die teuersten Rüstungsteile sind. Wir kaufen uns den Helm. Hier die Schulterschütze. Was haben wir noch? Brustplatte, wie gesagt, schon freigeschalten. Handschuhe. Oh, jetzt habe ich gerade kurz ein bisschen... Ups, ja, und da ist mir auch schon der Mist passiert. Ich glaube, ich habe gerade... Nein, es stimmt schon. Ich habe hier... Oh, jetzt ist mir gerade echt ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, ich hätte nicht Berserker eingetauscht, sondern ein anderer Wert. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verunsichert. Nein, es stimmt alles. Das wäre jetzt echt übel gewesen. Das sind nämlich einige Marken, die wir jetzt hier schon ausgegeben haben. So, wir brauchen aber nur noch die Stiefel. Und dann haben wir auch hier die komplette Rüstung vom Bellfeuer bis auf die Hose. Die habe ich jetzt von einem anderen Set. Aber wie gesagt, da hat mir das Skin einfach sehr schön gefallen. So, dann rüsten wir das auch gleich aus. Warten wir gar nicht länger.
So, es ist auch eigentlich schon eine Rune drauf, die gar nicht mal so schlecht ist. Sie gibt einem zumindest sehr viel Kraft. Und wenn man aufbrennen ist, oder ja, hier sehen wir auch Chance bei kritischen Treffer Elan zu erhalten, ist auch nicht schlecht. Also die Rune könnte man durchaus schon für was gebrauchen. Aber ich will unbedingt eine Rune, wo auch Laufgeschwindigkeit drauf ist, damit ich etwas schneller unterwegs bin. Ihr wisst ja, ich reg mich immer so herrlich auf, wenn ich da so langsam herumkrieche. So, wie sehen wir denn jetzt aus? Ziemlich befremdlich. Gerade die Schultern und der Helm sagen mir jetzt nicht so zu. Obwohl es eigentlich gar nicht mal so übel aussieht. Also für einen männlichen Charakter, wo man jetzt nicht so darauf bedacht ist, die Frisur, das Gesicht und alles zu sehen, ist das Ganze gar nicht mal so unhübsch. Ja, man muss es natürlich noch schön einfärben, keine Frage. Aber so kann man das eigentlich schon lassen. Ja, sieht gar nicht mal so übel aus. Ich denke auch die Färbung der Hose, kann ich die andere Rüstung daran anpassen. Das sieht so schon ganz gut aus mit dem Rückenteil. Das Rückenteil werden wir übrigens auch noch ummodeln. Da werde ich mir auch was Exotisches holen. Ja, genau, wir sind noch lange nicht fertig. Noch kein bisschen. Ich lasse das zerlegen, glaube ich. Das mache ich dann außerhalb der Folge. Das gibt dann sehr viel zu tun. Gut, gut. Dann werden wir uns jetzt aber von dem Ganzen hier abwenden. Oh, was habe ich denn hier bekommen? Ach so, die neue tägliche ist angebrochen. Alles klar. Das kann ich mir ja mal angucken. Oh, mystische Münzen gibt es. Sehr schön. Die kann ich dann gleich für meine Gilde gebrauchen. Die braucht noch mystische Münzen. Die kann ich dann gleich mal rein investieren. Sehr schön. Gut. Genau, ich wollte noch kurz mehr von den Runen kaufen. Das wollte ich mit euch zusammen machen, wenn ich schon die Sigille nicht mit euch eingekauft habe. Schlicht und einfach, weil das dann eine elendlange Sucherei hätte sein können. Gut, wie viele brauche ich noch? 4 Stück, habe ich gesagt. Das auch so ungefähr das teuerste, was wir kaufen müssen. Alles andere wirklich, wie gesagt, kein großer Aufwand. So, sehr schön, sehr schön. 4 Stück, ja, sind insgesamt 3 Gold 50. Ihr könnt das aber auch billiger steigern. Ihr könnt das vorbestellen und dann wird es euch eventuell so billiger verkauft. Aber ich will jetzt nicht so lange warten. Ich kaufe das gleich auf Anhieb. Und jetzt holen wir uns das doch auch gleich. Wobei, Moment. Nein, nein, nein. Kurz wollte ich noch was anderes machen. Ich wollte mir nämlich noch Schmuck für Lorbeeren holen. Ja, das ist eine weitere Währung, die man nicht unterschätzen darf. Für Lorbeeren kriegt ihr sehr gut aufgestiegenen Schmuck. Da solltet ihr möglichst auch nicht drauf verzichten. Der Händler ist im gleichen Viertel, gleich gegenüber des Verlieshändlers. Hier haben wir ihn. Es gibt allerdings auch in jeder Stadt zum Beispiel Lorbeerhändler. Da werdet ihr so einige finden. Da müsst ihr nicht weit suchen. Aber wenn ihr noch keinen gefunden habt, jetzt wisst ihr, wo einer ist. So, wir suchen uns das gleich mal heraus. Hier haben wir zum Beispiel Amulette. Amulette, ja, einmalig. Allgemein aufgestiegene Gegenstände müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zwei gleiche besorgt. Denn die kann man nicht gleichzeitig tragen. Die sind einzigartig. Zwei gleiche kann man also nicht auf einmal tragen. Da muss man wirklich ein wenig Acht geben. So, wir holen uns hier auch ein Berserker-Amulett. Wo haben wir es denn? Kraft, Zähigkeit, Wildheit. Hier haben wir zwei Ausführungen. Es ist, glaube ich, nicht so wichtig, welche wir da nehmen. Früher waren das verschiedene Infundierplätze, aber inzwischen sind es, glaube ich, auch gleiche. Ja, ihr seht auch, es sind recht viele Lorbeeren, die man dafür braucht. 30 Stück. Da müsst ihr also mit täglichen und dergleichen immer ein paar einsammeln. Wenn ihr euch täglich einloggt, kriegt ihr auch Belohnungen mit Lorbeeren. Heute habe ich 15 Stück gekriegt, respektive gestern. Also zweimal diese Belohnung und dann habt ihr das auch schon zusammen. Gut, das sind 2 Monate Spielzeit. Unterschätzt das also nicht. Was nehme ich denn? Ich nehme das Collier. Das passt doch besser zu einer weiblichen Wiedergängerin. Findet ihr nicht auch? Ja. Nee, warte mal. Das ist ja gar kein Berserker. Was guckt? Ich habe mich verguckt. Ich habe mich verguckt. Peitscht mich nicht. Ich bin ein wenig durcheinander manchmal. Wo haben wir denn die Berserker? Hier. So, jetzt ist es richtig. Kraft, Präzision, Wildheit. Nicht Kraft, Zähigkeit, Wildheit. Das war natürlich falsch. Auch hier gibt es aber 2 Varianten. Ruf der Wildnis und Zeichen des Taizien, der Taizienhäuser. Nehmen wir mal den Ruf der Wildnis. Nochmal checken, ob es wirklich richtig ist. Ist es? So, wir können das eintauschen. Da gucke ich wirklich immer 2 oder sogar 3 Mal, bevor ich das eintausche. Nicht, dass ich dann am Ende was Falsches geholt habe. Das ist nämlich nie gut. So, haben wir das Amulett auch schon eingetauscht. Es geht aber noch weiter.
Wir können uns hier auch Ringe eintauschen, ebenfalls gegen Lorbeeren. Die sind noch teurer, 35 Lorbeeren pro Ring. Ja, und ihr werdet zwei davon brauchen. Und hier müsst ihr jetzt wirklich darauf achten, dass ihr zwei verschiedene Ringe eintauscht. Hier hat es aber auch wieder zwei Berserker aus Ausrichtungen. Die können wir also zwei verschiedene Ringe nehmen. Zum einen den Ring des Roten Todes und den Kristallinband. Sehr schön. Nehmen wir die beiden also auch. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich durchaus mehr Lorbeeren habe. Wenn ihr nicht genug habt, müsst ihr da halt etwas sparen oder die Ringe auf andere Weise euch besorgen. Das ist nicht so schwer, wie es klingt. In Fraktalen kriegt man gut aufgestiegene Ringe, halt nicht zwingend die, die man gerne möchte. Und man hat auch ein paar andere Wege, die erläutere ich euch jetzt nicht alle. Es gibt gut Guides und andere Videos auf YouTube, wo ihr sicher mal reinspicken könnt, wie ihr euch am besten ausrüstet. Aber wir sehen jetzt hier schon, den Schmuck werden wir praktisch ganz aufgestiegen nehmen können. Es fehlen uns jetzt nur noch die Ohrringe, also die Accessoires. Auch die könnten wir theoretisch hier bei dem Händler eintauschen. Aber ihr werdet gleich sehen, das kostet nochmal ordentlich Lorbeeren und vor allem 50 Ektoplasma-Batzen. Wer die schon mal gesammelt hat, wird wissen, wie verdammt schwer es ist, 50 Ektoplasma-Batzen einzusammeln. Ich bediene mich als recht aktives Gildenmitglied oder zumindest früher als recht aktives Gildenmitglied meiner Gilde, die ich ja auch habe. Ups, jetzt habt ihr... Naja, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich betrete kurz die Gildenhalle. Ja... Kurz in die Gildenhalle, damit wir das dann da eintauschen können. Dann kriegt ihr auch mal einen kurzen Blick, wie das hier so aussieht. Ah, da lädt alles. Und da haben wir es. Viel Super Adventure Box Dinge, die wir hier haben. Ah, ich gehe da mal schön rüber. Wunderbar. Und hier haben wir auch schon die Händler, die wir suchen. Hier gibt es nämlich die ersehnten aufgestiegenen Accessoires. Ja, auch recht teuer. Für 5 Gold. Na gut, recht teuer. Im Vergleich zu 50 Ektoplasma-Batzen ist das wirklich überhaupt nichts. Das sind dann schon gut und gerne mal 20 Gold, die man dann pro Accessoire beim Lorbeerhändler ausgibt. Und 12 Gildenbelobigungen. Habe ich wirklich genug? Ich habe noch 176, obwohl ich schon ewig nicht mehr an den Missionen teilgenommen habe. Denn das ist die Voraussetzung. Ihr müsst an Gildenmissionen teilnehmen und euch Belobigungen verdienen, damit ihr das hier machen könnt. Aber auch hier holen wir uns schnell zwei aufgestiegene Berserker-Ohrringe, Accessoires, und gehen dann gleich wieder, denn mehr, nee, stimmt nicht, ich brauche dann noch etwas anderes, denn exotischen Rucksack gibt es auch hier beim Gildenhändler, Gildenbelobigungshändler. So, wieder gucken, dass ich die richtigen erwische und keinen Blödsinn anstelle. So, das kostet nochmal 10 Gold. Habe ich mich also nicht ganz richtig ausgedrückt. Das waren jetzt insgesamt ungefähr 15, 20 Gold. Okay, okay, doch etwas mehr. Aber hey, dann ist man immerhin wirklich gut ausgestattet. Muss sich keine Sorgen mehr um sein Wohlergehen machen. So. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Voilà. Und damit sind wir mit vollständig aufgestiegenem Schmuck unterwegs. Die Infusionen, weiß ich gar nicht mehr so richtig, was man sich da am besten holt. Da müsste ich mich auch erstmal informieren. Dem richte ich jetzt aber noch nicht so eine große Aufmerksamkeit zu. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Gut, ich hole mir jetzt aber auch noch gleich den Rucksack. Das hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Wo haben wir ihn denn? Ist er das? Jawohl, genau. Auch hier gibt es eine Berserker-Variante. Kostet auch nochmal 5 Gold. Okay, damit sind wir definitiv über 20 Gold. Kostet also doch ein wenig was. Aber hey, immer noch besser, als sich das irgendwo im AHA kaufen zu müssen. Ja, das ist dann nochmal erheblich teurer. So kaufen wir das also auch noch gleich ein. Und haben den Rucksack, den wir dann auch übers Kinn können. Sehr schön, sehr schön. Sind wir komplett ausgerüstet mit Level 80 Gegenständen, exotisch, teilweise sogar aufgestiegen und das innerhalb von einer halben Stunde. Hey, das ist doch was, das ist doch was. Jetzt wollte ich mich ja eigentlich noch umskinnen und dergleichen, das dauert dann aber echt lange. Aber ich werde es wirklich in einer Folge machen, da habe ich jetzt auch gerade voll Bock drauf, mich da ein wenig umzuskinnen. Umskinnen muss ich gar nicht so sehr, sehe ich gerade, weil das gefällt mir eigentlich schon sehr gut, wie wir es hier haben. Wir werden da mal gucken. Auf alle Fälle will ich wieder meinen Schleierstecher, keine Frage. Den will ich
wirklich dauerhaft behalten. Und Schultern. Schultern würde ich auch sagen, nehmen wir andere. Fragt sich halt nur, welche. Etwas dezentere wären für sie ganz in Ordnung, finde ich. Gucken wir da mal, was wir so haben. Sehr viel ist es nicht. Ich bin nicht der allergrößte Skin-Sammler. Zugegebenermaßen. Aber wir haben da schon so einiges, was gar nicht mal so schlecht aussieht. Ich würde doch fast zu denen hier tendieren. Wobei, nee, warte mal, das waren nicht die. Die hier. Die sehen doch irgendwie ganz nett aus. Machen unsere Schultern ein wenig breiter. Ja, das sieht gar nicht mal so übel aus. Gut, 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 gut. Dann will ich auch die Waffen noch etwas umskinnen. Die Axt kann ich zwar so lassen, aber das Schwert möchte ich gerne wieder das, was wir letztens hatten. Dieses hier. Das gefällt mir dann doch etwas besser. Und es passt auch recht gut zur Axt, würde ich mal sagen. Die Handschuhe kann ich auch so lassen. Die Stiefel bin ich mir nicht ganz sicher. Soll ich noch andere Stiefel nehmen? Ja, mal gucken. Ja, doch, ich denke, wir nehmen etwas dezentere Stiefel. Etwas Stiefel, die weniger protzig sind. Ja, damit das Ganze auch besser zur Hose passt. Oh, die hier wären doch super. Die wären nicht schlecht. Die merke ich mir mal. Aber wir gucken noch weiter durch, was so möglich wäre. Naja, naja. Auch hier gäbe es viel mehr Auswahl als das, was wir jetzt eigentlich haben. Ja, ich denke, ich bleibe bei denen hier. Nee, warte mal, das waren doch nicht die, oder? Ansonsten muss ich doch mal meine Meinung ändern und doch andere nehmen. Jetzt bin ich doch recht unsicher, welche ich nehmen soll. Vielleicht die hier. Die passen eigentlich auch sehr gut. Ja, ich denke, wir nehmen die. Und dann können wir das Ganze noch etwas farblich anpassen. Sehr schön, sehr schön. Ja, das Schwert passt auch gut dazu, finde ich. Und dann gucken wir mal noch, dass wir das dann farblich hinkriegen. Oh, jetzt habe ich vergessen, den Rucksack umzuskinnen. Sowas, sowas. Aber das können wir noch machen. Das ist kein Problem. So, auch hier einfach nur wieder unser schönes, wie heißt es überhaupt? Mursaat. Unsere schöne Mursaat können wir wieder anwenden. So, prima. So gefällt mir das. Ich mag auch die Flammen in den Armschienen und in der Axt und im Brust und in den Brustplatten. Sieht sehr schön aus. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das farblich hinbekommen, dass das alles auch schön aussieht. Na, zumindest in meinem Auge schön aussieht. Da gibt es natürlich auch jede Menge Geschmäcker. Ich bin jetzt neugierig, was die Hose drauf hat. Ah, schwarz. Ja, schwarz haben wir natürlich nicht. Genauso wenig habe ich Mitternachtsgrün. Oder? Ich habe Mitternachtseibe, Mitternachtspetrol, alles Mögliche, aber kein Mitternachtsgrün. Leider nicht, nein. Da müssen wir also mal gucken, ob wir das anders irgendwie hinkriegen. Müssen wir alles ein wenig improvisieren. Gucken, wie das geht. Was habe ich denn noch in der Hose drin? Mitternachtsrot. Mitternachtsrot habe ich doch genauso wenig. Oder Mitternachtsrot. Doch, Mitternachtsrot habe ich in der Tat. Da kann ich ein wenig weiter dienen. Dann gucken wir doch mal, dass wir Mitternachtsrot ein wenig einsetzen. Genau. Und damit ein wenig arbeiten können. So. Schultern muss ich auch gucken, dass ich das etwas so hinbekomme. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Was haben wir noch bei der Hose drauf? Schwarz. Ja, schwarz leider nicht so die Farbe, die ich besitze. Aber ich muss sagen, so sieht doch das schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich möchte gerne noch das Braun aus den Stiefeln rausbekommen. Hm? Vielleicht auch mit einem etwas roteren Teint. Schwarzkirsche vielleicht. Ja, genau. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Die metallenen Farben auf Schultern und dergleichen gefallen mir eigentlich schon ganz gut. Was ich vielleicht noch wegbekommen würde, wäre das hier. Das ist doch eher etwas, was ich in einer anderen Farbe möchte. Was haben wir denn hier? Mitternachtsfeuer. Wie sieht denn Mitternachtsfeuer aus? Auf dem Ganzen hier. Das sieht auch nicht schlecht aus. Werde ich auch mal einsetzen. Ja, anwenden. Die Handschuhe. Ja, kann ich hier auch noch in Mitternachtsfeuer einfärben. Wie sieht es hier bei den Stiefeln aus? Nee, da möchte ich den metallenen Look eigentlich behalten. Vielleicht dann noch eine andere metallene Farbe nehmen.
Ja, das kann ich hier auch, Mitternachtsfeuer. Und dann nehmen wir noch eine Metallfarbe. Was war denn? Eisen, genau. Eisen war sowas Schönes. Dann werde ich den Rest hier mal noch in Eisen einfärben. Sehr gut, sehr gut. Alles schön dunkel gehalten, etwas rötlich, so wie unsere Hautfarbe eben auch. Passt gut zu den Flammen, hat aber auch ein schönes Metall drin. Ja, doch. So gefällt mir das, so finde ich das schön. Passt auch gut zum Mursaat-Rucksack und auch zu den Waffen. Sieht es nicht schlecht aus. Ich kann noch meinen Schleierstecher einfärben. Dann nehme ich, denke ich, auch wieder Mitternachtsfeuer und Eisen. Das fällt nämlich, glaube ich, gar nicht so auf. Der verändert sich nicht groß, aber so sieht doch das Ganze in Ordnung aus. Mal gucken, wie es im Licht aussieht von der Gildenhalle. Ja, man sieht nicht so viel. Es ist alles ziemlich dunkel, aber das ist ganz okay so. So mag ich das eigentlich. Und in hellerem Licht wird das vielleicht auch etwas mehr auffallen. So, liebe Leute, ja, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal raus aus der Gildenhalle. Ist ganz tricky, hier manchmal wieder reinzukommen in diese Zentrale hier. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Einfach hier rauf hüpfen, wenn ich es denn hinkriege. Und voilà, da sind wir schon wieder in der Mitte. Und das wäre jetzt eigentlich gar nicht großartig nötig gewesen. Aber gut, warte mal, ich kann hier doch gleich noch die mystische Münze einliefern. Genau, die könnt ihr haben. Sind zwar sehr wertvoll, einiges an Wert gestiegen, aber die investiere ich doch gerne mal. Dann verlassen wir die Gildenhalle wieder und können, ja, denke ich jetzt, die Folge beenden. Ja, ich glaube, ich habe alles. Das müsste alles gewesen sein. Nee, stimmt nicht, stimmt nicht. Etwas fehlt noch, etwas fehlt noch. Genau, wir brauchen nämlich noch unsere Runen. Die kaufen wir uns, oder holen wir uns jetzt. Habe ich einen Kaufmannsexpress da? Ja, genau, Handelspostenexpress, besser gesagt. Da kann ich mir gleich mal alles holen, was ich mir hier so gekauft habe. Und 4,5 Gold sind auch noch drin. Da haben wir gleich mal etwas von dem verlorenen Gold zurück. So, jetzt muss ich aber darauf achten, was ich da alles nehme. Ich habe ja hier schon ein Siegel bekommen. Verwundbarkeit. Oh, das wäre aber auch nicht schlecht auf dem Schwert. Na gut, lassen wir das. Ich werde es dann, denke ich, auf den Hammer packen. So, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren, damit ich hier alles richtig mache. Die Folge ist schon fast 40 Minuten lang. Aber das hatte ich mir schon gedacht, dass die halt etwas länger dauert. Nehmen wir erstmal die Runen. Wo habe ich denn? Hier, die Runen. Auf den Helm eine drauf. Genau, die andere Aufwertung kann weg. Genau wie bei der Schulter auch. Und jetzt halt immer so weiter, bis man auf jedem Rüstungsteil etwas drauf hat. Oh, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich hier aus Versehen eine falsche zerstöre. Das wäre sehr schade. Die sind nämlich echt nicht gerade billig. Nicht die teuersten, klar, aber es gibt durchaus noch viel billigere. So, jetzt haben wir das volle Set von der reißenden Rune. Das ist, denke ich, so für den Anfang gar nicht schlecht. Dann werden wir mal noch die Blutgier. Die Blutgier wollte ich auf die Axt packen. Und auch auf den Hammer, damit ich die Blutgear-Stacks immer aufrechterhalten kann. Dann nehme ich die Flammenexplosion, die ich mir hier geholt habe. Na, wo ist sie? Lässt einen Flamme... Genau, wollte ich auf Schwert packen, damit ich da dann wieder diese Flammenexplosion habe. Die ist nämlich recht stark, gerade im Nahkampf. Und mit dem Schwert sind wir meistens im Nahkampf. So, und die letzte Rune kommt noch auf den Hammer. Er setzt hier das Sigil des Kummers. Genau, ja. Sehr schön, sehr schön. Haben wir das also auch. Und können damit die Folge beenden. Ja, ich denke, ich habe jetzt alles. Wir haben volles exotisches Equip an Rüstung und Bewaffnung und sogar aufgestiegenes bei Schmuck. Und der Rücken ist auch exotisch. Also alles, was es hier so braucht, haben wir. Wir sind geskillt, geskinnt und... Ja, bereit für den Content, der uns noch erwarten wird. Suche ich mir noch ein hübsches Plätzchen hier. Und ja, dann können wir uns nochmal angucken. Etwas näher ran. Ist jetzt leider nach, da erkennt man wirklich nicht viel. Ja, die Farben sind mir vielleicht doch etwas dunkel geraten. Aber das können wir ja jederzeit wieder ändern. Das ist ja kein Problem. Ich finde aber, für eine Wiedergängerin sieht sie doch sehr gut aus. Ja, also passend zu einer Wiedergängerin. Ich mag die Skins, die sehen wirklich sehr stimmungsvoll aus. Oh, ja, super, super, super. Dann würde ich aber jetzt sagen, liebe Leute, verabschiede ich mich aus dieser etwas längeren Folge.
Hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei, konntet vielleicht auch einiges mitnehmen oder wenn nicht, es ist euch hoffentlich zumindest nicht langweilig geworden. Damit, liebe Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Let's Play, im Let's Play Story. Ja, so werde ich das dann, denke ich, nennen. Da werden wir der Story hier weitergehen, wie sie ja schön so auf uns wartet. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.